Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTastic. Ich bin Raphael und ich habe heute eine weitere Folge unseres Madden NFL 16 Ultimate Team Let's Plays für euch. Und heute gehen wir wieder in den Draft-Modus rein. Wir schauen mal, wie das Ganze so ablaufen wird. Draft Champions ist jetzt neu. Wir haben jetzt auch Ranked-Spiele, auch sehr interessant. Aber wir gehen erstmal ganz normal in den normalen Head-to-Head-Draft, würde ich einfach sagen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das andere für euch vielleicht interessant wäre. Und heute machen wir mal eine andere Ausgabe. Das letzte Mal hatten wir die magische Miesmuschel am Start. Die wird beim nächsten Mal eventuell wieder am Start sein. Heute wählen wir mal immer den besten Spieler aus, egal auf welcher Position dieser ist. Das kann natürlich am Ende des Tages auch nach hinten losgehen. Ist eine Herausforderung. Ihr seid jetzt wahrscheinlich auch langweilig immer den Besten. Ja, aber stellt euch mal vor, jede Runde ist ein Halfback der Beste. Ja, dann haben wir natürlich am Ende des Tages ein Problem. Können wir noch machen mit jedes Mal den Schlechtesten, jedes Mal nur Special-Karten und sowas. Wenn ihr da Bock drauf habt, gerne in die Kommentare schreiben. Die Miesmuschel wird auf jeden Fall auch wieder kommen. Heute, wie gesagt, den Besten als Playbook möchte ich ganz gerne 3-4. Die beiden haben 3-4. Ich nehme mal das Playbook der Ravens, weil ich da die Defensive sehr, sehr gut finde. Und dann starten wir hier einfach mal standardmäßig so rein. Matt Castle haben wir als QB. Der Beste ist hier Defensive Tackle Crawford, den nehmen wir natürlich direkt mal. Das Schöne ist, man muss nicht so viel nachdenken. Jetzt haben wir zwei. Aber das ist eine Special-Karte der Thailand, also nehmen wir den. Ich finde, die Special-Karten sind dann nochmal ein bisschen höher, wiegen schwerer. Wir hätten jetzt einen guten Running Back, müssen uns aber hier für Frederick, den Center, entscheiden, weil wir eben, wie gesagt, den besten Spieler für die Position wollen. Der Beste ist hier unser Right End, auch eine Special-Karte, Gilbury. Jetzt haben wir einen 79er Center. Ja, bitte, jetzt haben wir zwei Center. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Hier sind alle gleich. Und auch eine keine Special-Karten. Ach, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Siri, Würfel. In deinen Kontakten gibt es niemanden mit dem Namen Würfel. Siri, wirf einen Würfel. Die 1. Die 1. Strong Safety. Okay. Siri war am Start. Die kann hier zur Not entscheiden. Jetzt haben wir wieder dieselbe Situation, aber wir haben mit zwei Special-Karten. Siri, wirf einen Würfel. Ich würfele. Alles klar, die 3. Die 3 ist der Defensive Tackle. Auch den hatten wir schon. Ist natürlich ein bisschen bitter. Jetzt haben wir die 2 klar bessere. Jetzt entscheiden wir uns mal selber für Justin Forsett, den Running Back. Diesmal nehmen wir mal Siri nicht zur Hilfe. Und hier ist der Beste in Center. Oh, das ist so bitter. Das ist so bitter. Ich hab's vorhin noch gesagt. Und jetzt auf dieser Position auch noch. Hier ist der Beste, der Left End. Den haben wir noch nicht. Das ist gut. Wir haben keinen Wide Receiver. Wir haben noch keinen Running Back. Doch, den Justin Forsett haben wir. Wir haben jetzt einen QB oder einen Cornerback. Aber da ist Fitzpatrick hier auch eine Special-Karte. Deswegen entscheiden wir uns für den. Jetzt haben wir schon mal einen QB, aber immer noch beschissene Wide Receiver. Einen guten Fullback kriegen wir jetzt in unser Team. 3 Runden sind noch. Bitte lass einen Wide Receiver den Besten sein. Right Outside Linebacker, Left End. Left End, sorry. Das ist die beste Karte. Eieieiei. MLB. Jawohl. Jawohl. Guter Middle Linebacker ist schon mal wichtig. Und jetzt der letzte, die beste Karte. Running Back Dickerson. Wir haben also keine Wide Receiver bekommen. Haben einen überragenden Running Back. Aber keine guten Wide Receiver. Ich bin sehr gespannt, wie das vorwärts geht. Das ist sicherlich nicht das beste Team, was man draften konnte. Aber wir haben heute gesagt, wir wählen immer die Besten. Und das machen wir hier. Und ich bin sehr gespannt, wie das erste Spiel so laufen wird. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und unser Gegner sieht so aus. Hat einen guten Wide Receiver, einen guten QB, einen guten Free Safety. Einen richtig guten QB. Sogar Michael Vick, 91. Der Junge ist brutal schnell. Sharp sicherlich auch ein richtig starker Wide Receiver. Und es wird ein richtig schweres Match für uns. Wir werden hier extrem viel übers Laufspiel kommen müssen. Deswegen bin ich gespannt, wie das Ganze hier ausgehen wird am Ende des Tages. Aber erstmal schauen. Der Gegner startet in der Offensive, hat damit hier die Chance, das Spiel erstmal in die Hand zu nehmen. Und wir starten direkt mal mit einer Cover-4-Verteidigung. Wir wollen natürlich hier nichts anbrennen lassen. Ah, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Gut verteidigt.
So, nächster Spielzug. Bin gespannt, ob wieder ein Pass kommt, beziehungsweise wieder ein Lauf kommt. Oder jetzt doch ein Pass. Ja, läuft mit seinem QB und kriegt ordentlich einen mit. Auch das war nicht so stark. Ein Dritter und 10 jetzt. Ganz wichtig, QB Contain hier zu machen. Ja, sollte eigentlich was bringen. Bringt hier leider nichts. Michael Vick zum Touchdown. Das kann nicht wahr sein. Oder auch noch nicht. Jetzt haben wir ihn noch gestoppt. Wir haben QB Contain gemacht. Und trotzdem war keiner da. Wir machen mal Option QB. Damit wir da sicher sein können. Wieder Michael Vick. Der hier alleine laufen will. Und der verliert den Ball auch nicht so leicht. So, Blitz. Ja, Mann, gute Option. Sehr gut gemacht. Michael Vick immer noch keinen Pass angebracht. Und das war jetzt mal ganz, ganz wichtig, dass wir hier auf den Blitz gehen. Eine Manndeckung können wir uns leider nicht erlauben. Denn dann ist der QB normalerweise eh völlig frei. Aber so ist der Receiver frei. Und er macht hier den Touchdown zum 7:0. So, wir kriegen jetzt zum ersten Mal den Ball haben. Wie gesagt, ein super Running Back. Und das ist natürlich eine super Ausgangsposition, um hier zum Beispiel auch mit so Sachen wie einem Quick Toss oder so zu agieren. So, der Toss kommt. Ja, der war nicht stark. Der war nicht stark, da kann man mehr draus holen. So, Halfback Slip Screen. Ja, Mann, bleib doch stehen. Was bist du denn für ein Vogel? Probieren wir direkt nochmal. Sehr gut gemacht. Und das ist jetzt ein First Down gewesen. So, diesmal mal ein Passspielzug aus derselben Formation wieder. Ja, den werfen wir noch vor. Machen noch so 2-3 Yards Raumgewinn daraus. Ist auf jeden Fall in Ordnung, würde ich mal behaupten. 2:07 jetzt auf der Uhr. Und Dickerson schicken wir hier mal auf die Streak-Route. Und das ist es ist schon besser als bei Madden 15, aber manchmal biegen die immer noch ein. Spielen jetzt viel aus der Gun Doubles Formation. Ja, ja, gut gemacht. Der Gegner weiß da nicht, was er machen soll. Das ist das Positive. Wenn wir immer aus derselben Formation spielen, dann will er natürlich versuchen, sich da irgendwie drauf zu fokussieren. Aber das gelingt auch nicht immer so gut, muss man einfach auch mal sagen. Und the connection to your peer has been lost. Mann. So kann es gehen. Ich hoffe jetzt wieder nicht, dass es uns wieder angekreidet wird. Und dass es dann am Ende des Tages heißt, du bist dran schuld. Du bist ausgeschieden aus dem Draft. Das wäre nämlich hier in der Situation bei die A-Servers. Oh. Da bin ich ja mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Die EA-Server werden hier also dann schauen, was Sache ist. Und wir haben das Spiel gewonnen scheinbar. Das ist das Positive. Okay, leider jetzt wieder eine ganz kurze Folge. Nur der Draft und ein paar Spielszenen. Warum das Ganze jetzt abgestürzt ist, keine Ahnung. Scheinbar der Gegner rausgegangen. Aber gut, wir können es jetzt nicht ändern. Ich bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Sorry, dass es so wenig ist, aber wenn ich jetzt wieder ein volles Spiel mache, wird es am Ende wieder zu lang. Das ist immer so eine blöde Misere, die man hat, wenn hier einer abbricht. Und deswegen belassen wir es jetzt hier leider erstmal dabei. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video eine positive Bewertung geben würdet für den Draft und für die Idee mit Choose the Best. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und dann sehen wir uns hoffentlich in einem unserer nächsten Videos wieder. Checkt auf jeden Fall mal unsere anderen Madden-Serien aus. Da gibt es viele coole Sachen. Mariota, dann den Owner-Mode mit den Packers. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Raphael von GameTastical HD.